Ja, willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Wir sind hier und tragen gerade den Berg ab. Ich habe mir gerade noch fünfmal zu viel gedrückt. Überlegt, wir nehmen uns mal die Silktouch. Alles, was mit Silke jetzt Gras wird, wird Gras. Und was nicht Gras wird, wird nicht Gras. Wir werden hier abbauen bis hier tatsächlich. Bis dahin. Alles, was hier auf der Höhe ist, wird abgebaut. Und eingesackt natürlich. Abgesackt, weil es geht nämlich ziemlich zeitnah zügig, weil wir jetzt hier Haste 2 haben. So, tap, 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 tap. So, und hier können wir auch gerade direkt hier abbauen. Das kann auch gerade weg. Die auch. Und da können wir nämlich hier auch schon mal platzieren bzw. anfangen. Erstmal setzen wir die ganze Erde, die wir so haben. Und danach können wir jetzt hier vereinzelt anfangen, Gras zu setzen. Hier, wir wollen ja nicht, dass hier irgendwo irgendwas nachher spawnen kann. Weil das wollen wir auch vermeiden. Boah, wie schnell man einfach im Wasser gehen kann, das ist echt ein Traum. Wasser habe ich nicht da, also lasse ich diese Quelle nochmal hier vorüber. So, ich werde da wahrscheinlich sowieso irgendwann mal reinlaufen und mich darüber beschweren, dass ich das nicht hochgebaut habe. Deshalb lasse ich das erstmal so. Hier ist auch noch was. Perfekt. Hier noch ein Stein rein. Und gerade einfach mal mit Gras zusetzen. Ich meine, wir haben es ja jetzt. Da Gras und hier Gras. Und wenn wir hier noch. Ich dachte schon gerade, das ist doch keine Erde hier. So, 14 Blöcke haben wir noch. Und bestimmt noch ein paar mehr. Ja, genug. Wir machen hier erstmal eine schöne Wiese raus und dann gucken wir mal weiter. So, Wiese geglückt. Hier können wir noch einen Block hinsetzen. Und warte mal, wir haben hier doch irgendwie. Da und da können wir noch eine Fackel setzen. Gut, hier brauchen wir es tatsächlich auch, aber weißt du was? Wir machen das hier anders. Wir setzen uns den hier ab und bauen den mal kurz hin. Den, den und den und den und den, so dass da nichts wachsen kann. Da sind Fackeln, das ist perfekt. Kann ich eigentlich mittlerweile dann auch. Ne, die kann ich immer noch nicht instant abbauen. Habe ich doch Effizienz 5 habe ich. Hier auf dieser Höhe sind wir, das heißt hier diese. Diese Sachen können wir zubauen. Oh, hier geht's runter in die Höhle, da war ich noch gar nicht drin. Ja, das ist doch schon mal. Komm hier, dann wird da irgendwann sowieso Gras über die Sache wachsen. Das wollte ich nicht. Komme ich da dran? Ne, komme ich nicht. So. Perfekt. Ja, jetzt habe ich natürlich das Bett da unten gelassen, glaube ich. Tipp. Einmal ein Dings gemacht. So. Das heißt, ich nehme hier das eine Bett tatsächlich doch mit. Und lege mich nochmal schlafen. Und lege das gerade wieder oben hin, dass ich mich da hinlegen kann. Junge Kätzchen. Ach komm. Genau, die spawnen da oben, du. So ein Blätz bl Dingen sind, du weißt schon was. So, und dann hier auch nochmal gerade so ein paar Blöcke zu bauen. Nur, dass das hier schon mal so halb angefangen ist. Gut, das hätten wir schon mal. Schieß mich doch nicht ab, du komisches Vieh. Ja, das müssen wir eigentlich erstmal weiter in die Planung gehen. Wir
schmeißen erstmal wieder die ganzen Sachen hier raus und verschieben jetzt für die restliche Zeit. Also das raus, das raus und der Rest, der kommt unten. Was haben wir hier so für Stein? Ah, warte mal, hier haben wir. Doch, hier haben wir bestimmt noch ein bisschen. Dirt haben wir noch was da. Granit haben wir noch was da. Andesite haben wir noch was da. Stein haben wir noch was da. Haben wir auch Gras hier drin. Dirt, Grasblocks. Genau, die habe ich auch noch. Also ruhig weg damit. Hier müssen die Holzloks. Mich würd nämlich jetzt interessieren. Ich glaube, das habe ich nämlich nicht gemacht. Noch nicht getestet, wie schnell ich jetzt hier diese Warzenblöcke. Ich brauche mal kurz Lava. Ja, machen kann. Oder ein, warte mal, Milcheimer ist auch nicht schlecht. Drei. So, und erstmal die Rüstung anziehen, nicht, dass ich jetzt gleich doch sterben sollte. Das wäre ja natürlich. Nix gedroppt. Schade. Aber seid ihr die? Ne, da ist noch einer. Oh, ein. Gut, mit Haltbarkeit 3, das ist lustig. Nehme ich gerne. Aber seid. Waren das alle? Oder sind die einfach nur hier rumgedümpelt und wussten nicht, wo sie hin sollen? Keine Ahnung. Nehme ich auf jeden Fall mit. Dann schieben wir uns doch in den Nether. Ah, hier ist noch einer. Willst mich doch auf veräppeln. Aber gut, immerhin hat das ja meine Rüstung repariert. So, wir wollen erst einmal hier so durch. Und wir schieben uns. Moment, weg. Geil. Und ich habe das mit der Hand abgebaut. Ich habe meine Goldsachen vergessen, ja. Ja, warte mal, wir wollten jetzt erstmal Flying enablen. Und erstmal woanders weiter wegfliegen. So, hier sind nämlich beide Sorten, hier können wir nämlich auch abbauen. Noch? Nein. Oh, nee, nee, nee. Was hat mich da gerade attackiert? Ich will das nicht. Zweitausend Haltbarkeit, das ist in Ordnung. Was haben wir hier drunter? Ein tiefes Loch. Ein tiefes Loch und ein bisschen Holz hiervon. Ah, guck mal, die kann ich damit auch schnell abbauen, das ist gut. Ist das ein Riesenbaum? Ne, der ist aber nur hier oben so groß. Das ist mir tatsächlich recht egal, mit welcher Axt ich gerade abbaue. So, weg, weg mit dir. Also hier die Hölzer sind natürlich auch nicht schlecht, die nehme ich auch mal mit. Ah, ja, diese. Ich habe die roten Dinger vergessen. Das nehme ich auch gerade mit.
So, und schon mal wieder was eingesammelt. Aber es reicht natürlich schon nicht. Aber wenn ich jetzt mit dem Stack kann ich vielleicht auch einen Baum machen wieder. Ich habe starke Kisten vergessen, fällt mir gerade auf. Da noch so ein Ding, genau, das nehme ich auch natürlich mit, weil warum sollte ich es liegen lassen? Ach, hier ist so ein rotes Dings. Komm, mach die weg. Habe ich auch noch was vergessen? Das nehme ich auch noch natürlich mit. Ne, 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 nicht runterspringen, sondern hier das abbauen. Genau. Und dann runterspringen. Und dann runterspringen. Warte mal, wir haben jetzt hier angrenzend dazu, wenn ihr die zwei Bäume mitnehmt, dann ist das doch schon mal geil. Das machen wir auf jeden Fall. Die zwei oder die drei? So, und weiter bauen. Juju. Sonst müssen wir halt nachher nochmal zurückkommen. Also einmal Inventar ausleeren und Rüstung ist sogar fast ganz, also ist das schon mal in Ordnung. Dich noch abbauen. Also schon cool, dass es die Homa eine vernünftige Verwendung hat, außer nur für die Hake. Also zur Wälder machen. So, und dann hier die Sachen nochmal. Das heißt hier nochmal hier hoch. Was hast du denn für eine Verzauberung? Piercing 2 und Haltbarkeit 1, weg damit. Tipp und. Ach komm, das ist doch. Ist doch ein bisschen doof. So. Und dann nochmal alle Items einsammeln. Jawohl, haben wir gemacht. Perfekt. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich hätte noch Platz für den Baum. Denke ich mal schon. Eins, zwei, drei, so und dann hier auch alles abbauen. Oh, hier runter. Und mal gucken, was hier so abgeht. Oh, guck mal, du willst wieder sterben. Ups. Wenn ich dir eine Stelle mit der Faust gebe, mit der Schaufel gebe, da bringt es alle so viel. So, 63. Guck mal, einen Block können wir noch mitnehmen. Da ist er doch. Nehme ich mit. Inventar voll. Ne, wir können ja jetzt noch ein paar. Von den Warzen eigentlich, von den. Ja, also wir können eigentlich noch so einen Baum holen, aber welcher? Weil die sind alle hier so komisch gewachsen. Ich würde eigentlich gerne einen, der einzeln ist. Ne, wir nehmen uns die Weeping Vines, die lassen wir draußen. Den schmeißen wir auch gleich weg. Aber erst wenn das Inventar wieder voll ist. Ja.
Wir kommen mir auf jeden Fall nochmal an so Sachen dran. Los auf, go, go, go. Dann das weg. Genau, da kann ich die nämlich nochmal aufbauen. Perfekt. Und da alles einsammeln. Und ja, warte mal, so 60. Habe ich noch irgendwo welche Blöcke rumfliegen, dass ich jetzt zu viel einfach abbaue? 62, 64. So, von denen war ich dann. Ja, gut, da kriege ich ja gleich auch noch ein paar andere. Kann ich ja gleich noch mitnehmen. So, und jetzt haben wir hier natürlich die Möglichkeit, noch ein paar Warzenblöcke mitzunehmen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und tschüss.